Großer Tag für Logistiker in Gotha. Gleich zwei neue Zentren sind am Dienstagnachmittag in der Residenzstadt eröffnet worden. So feierte Verucon im Gewerbegebiet Gotha Süd die neue Betriebsstätte zusammen mit Thüringens Wirtschaftsminister Matthias Machnig und Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch. Verucon Bearing Systems mit Hauptsitz in Heiligenstadt investierte in den vergangenen 12 Monaten rund 1,5 Millionen Euro in den neuen Standort an der A4, der dem Unternehmen zum einen vorerst genügend Lagerkapazität bietet und zum anderen, dass wir für die Kunden nach dem First-in-First-out-Prinzip liefern müssen. Und das heißt für uns, dass wir nicht nur eine bestimmte Lagerfläche brauchen, sondern auch, dass wir speziell einlagern müssen, damit die Waren, die am längsten drin stehen, auch als erstes rausgehen. Verucon produziert Drehkranzlager und weitere unterschiedliche Lagertypen, wie sie unter anderem auch in Getrieben von Gabelstaplern verbaut werden, und zählt damit nach eigenen Angaben zu wenigen Firmen europaweit, die solche Lager anbieten können. Mit der Eröffnung eines zweiten Logistikzentrums konnte der Windenergieanlagenhersteller Enercon auf dem Gelände der ehemaligen VEB Gummiwerke Thüringen 40 neue Arbeitsplätze schaffen. 9 Monate vergingen hier von der Ankündigung bis zur Inbetriebnahme. Die steigende Zahl der Windkraftanlagen mache es notwendig, die Logistik weiter auszubauen, um dem wachsenden dezentralen Servicenetz gerecht zu bleiben. Immerhin verdreifachte sich der Warenausgang in den vergangenen Jahren am Service-Logistik-Standort Aurich. Wir haben uns für Gotha entschieden, weil wir zum einen sicherlich einen Standort hier im Osten Deutschlands als Firma Enercon auch etablieren wollten. Wir haben uns für Gotha entschieden, weil wir über den Wirtschaftsminister Herr Machnig angesprochen wurden, ob eine Möglichkeit besteht, Arbeitsplätze zu schaffen. Und wir haben bei den Recherchen, bevor wir dieses Projekt begonnen haben, festgestellt, dass wir hier die Arbeitskräfte finden, die wir suchen. Mit rund 4000 Artikeln startet man am Gotha-Standort, der Service- und Aufbaumonteure ab sofort bundesweit mit Ausrüstung, Material und Ersatzteilen versorgt. Bis zum Jahr 2013 sollen zu den jetzt 40 geschaffenen Arbeitsplätzen mehr als 55 weitere im Bereich der Materialwirtschaft entstehen. Darüber hinaus will der Enercon Service in Gotha ein Schulungszentrum errichten, um Monteure zu schulen. In diesem Bereich sollen weiterhin mehr als 20 Jobs vergeben werden.